Deutschlands Außenminister Heiko Maas zu Besuch in Polen. Seitdem dort die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit am Ruder ist, haben sich die Beziehungen beider Länder abgekühlt. Dennoch, trotz aller Differenzen, seien Polen und Deutschland unersetzliche Nachbarn und Freunde, so Maas. Besonders bei den Themen Rechtsstaatlichkeit, Russland und Flüchtlinge liegen beide Länder über Kreuz. Immerhin, sowohl Maas als auch sein Kollege Jacek Czaputowicz sprachen sich dafür aus, das sogenannte Weimarer Dreieck wiederzubeleben. Beratungen zwischen Deutschland, Polen und Frankreich also. Das bislang letzte trilaterale Außenministertreffen im Rahmen des Weimarer Dreiecks fand 2016 statt. Neben Czaputowicz traf Maas in Warschau auch Präsident Andrzej Duda und Regierungschef Mateusz Morawiecki.